Ich bin's, die Claudia. Ich habe wieder neue Übungen für euch. Wieder nur im Stehen. Wir machen 8 Wiederholungen und das 2-mal hintereinander. Dann können wir loslegen. So, ihr geht in die Schrittstellung. Achtet schön auf die Füße. Vorne das Knie nicht über die Fußspitze. Schulter tief. Arme hoch. Jetzt holt ihr das hintere Bein nach vorne. Nehmt die Arme zum Knie. Bauch schön fest, Arme hoch. Und wieder locker lassen. Jetzt geht ihr in den Hockstand. Schön nach hinten ziehen, auf die Knie achten. Bauch fest, Kopf gerade, Arme nach vorne und der rechte Arm geht ans rechte Knie. Und wechseln. Bauch schön festlassen. Po nach hinten zur Wand. Stabilisationsübung. Wir nehmen die Hände an die Hüfte, rechtes Bein hoch, dann zieht er das Seit und wieder hoch. Schön mit dem Standfuß arbeiten. Schrittstellung, auf Knie achten, Bauch fest, Schulter tief, hinteres Bein vorholen. Thank you.
Schulter tief und ans Knie. Ihr wollt dann noch hintereinander. Wir gehen zur nächsten. Ihr stützt euch auf. Po nach hinten, auf die Knie achten. Schulter tief, Bauch fest, Kopf gerade. Wir ziehen unteren Arm durch und gehen zur anderen Seite hoch. Schön die Haltung beachten. Schulter tief, Bein hoch und ihr zieht mit den Armen zum gebeugten Bein. Wechseln.
vorne. Oberkörper nach vorne, Arme seitlich. Nimm die Schulterblätter schön mit. Und bitte. Ihr geht wieder in die Schrittstellung, achtet wieder auf das vordere Knie, Arme nach oben, jetzt das vordere Knie heben und wieder senken. Kreisen.
Und Beinwechsel. Und schön ansaugen. Andere Richtung kreisen. Und wieder locker lassen. So, Arme seitlich. Ihr hebt ein Knie, geht mit den Händen unter den Knien durch, Oberkörper leicht hin. Wieder Bein heben, auf den Standfuß achten, Arme und kreisen. Beinwechsel. Einwechseln.
Beuge, Po nach hinten, Kopf gerade, Bauch fest. Hochziehen, Arme zum Knie.
wieder andocken. Arme seit und kreisen. Und wechseln. Andocken. Bauch fest, Schulter tief, andere Richtung. Wieder locker lassen. Arme seit und das Bein und andocken. Wir lassen uns hängen. Alles locker lassen. Und dann ziehen wir noch von kleinen Zeh zu kleinen Zeh. Und nochmal hängen lassen. Wirbel für Wirbel aufrichten. Und dann war's das. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.